Was sind das für Haare? Mhm. Ach du Kacke. Hier hängt erstmal ein Kalender von 2023. Und hier hinten wird's halt schon auch ein bisschen skurril. Und dann komme ich hier in die Küche und sehe dieses Foto. Der sieht so aggressiv aus. Ich denke, da hat sich ganz verrückte Outfits angezogen und hat das Ganze dann hier mit den Kameras fotografiert. Auf jeden Fall. Also Leute, seid gegrüßt und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute zusammen mit Anni hier in einer Location, die ich mir mit den Leuten auf Twitch schon mal zusammen im Stream angeguckt habe. Und ja, Einstieg war ein bisschen tricky, weil das Ganze ist zwar ziemlich zugewachsen hier, aber direkt an der Straße. Wir parken auch direkt an der Straße auf einem Parkplatz, auf dem wir eigentlich nicht stehen sollten. Ist egal, wir gucken uns das Ganze natürlich trotzdem an und wie ihr schon seht, ist hier alles extrem zugewuchert. Hier lebt schon lang keiner mehr, wie man so schön sagt. Ja, war bestimmt mal schön, ey. Zwar mitten an der Straße, was nicht sehr geil ist. Und hier direkt erstmal ein Schild an der Tür. Einsturzgefahr, Betreten verboten. War das schon damals bei dir? Nee. Aber beim letzten Mal, wo ich hier war, war es dran. Und guck mal, da bin ich durchs Gestrüpp. Kannst du dich vielleicht erinnern? Das ist jetzt eingekracht. Weiß ich nicht mehr. Okay, aber das wir ist können schon da trotzdem durch noch, denke ich. Das ist der ins Haus. Achso, das war der Einstiegspunkt sozusagen. Ja. Der Zahn der Zeit nagt schon ein bisschen an dem Ganzen. Guck mir das Ganze mal noch von hier an. Ja. Also hier war auf jeden Fall mal wahrscheinlich eine Hundezwinger oder sowas. Und hier vorn ist dann der Durchgang ins Haus. Bah, die Badewanne mit diesem ekligen Stinkewasser voll und jede Menge Laub hier. Traust du dich oder nicht? Ich muss nicht. Aber ich fand es ja beim letzten Mal schon echt gefährlich und jetzt ist das hier echt alles eingekracht, wa? Hat dich dein Gefühl beim letzten Mal vielleicht nicht getäuscht? Ja. Kacke, das sieht ja aus, als würdest du hier irgendwie durch Mangroven krabbeln oder sowas. Guck mal die ganzen Pflanzen an, ey. Diese ganze kleine Überdachung ist komplett zugewuchert. Gefährlicher Einstieg. Ja. Richtig, richtig gefährlicher Einstieg. Ja. Und was ich hier gleich als erstes sehe, ist hier hängen in der Ecke erstmal so richtig verrostete Schlüssel. Hier nochmal der Blick von innen. Wie verwachsen das auch ist, der absolute Hammer. Kommen Sie mal rein hier in die gute Stube. Ach du Kacke, es geht ja genauso weiter hier. Was ist denn aber hier? Ich muss immer ein bisschen systematisch vorgehen. Hier war ich gar nicht drin. Das war bei mir zu. Ja, das ist ein Plumpsklo. Ja, ist ja sehr alt. Hier geht's in den Wohnbereich. Da ist die Scheune. Die würde jetzt. Ich will alles zeigen. Ach du Scheiße. Wie geil sieht denn das aus? Leute, vergebt mir, wenn ich immer so oft Scheiße sage. Aber das ist ja mal richtig geil. Das ist ja hier das Land der Spinnen oder was? Ist schon der Boden richtig nach unten gewölbt. Und hier ist alles komplett voll mit Spinnweben. Geht's noch auf so einen Heuboden hoch. Klappfahrrad. Ja, ich denke einfach, hier hat er wohl so ein paar Sachen gelagert. Vorne stehen noch ein paar Bierkästen. Schon interessant, hier noch so eine Elektrokettensäge für den Garten. Ja, die wäre jetzt echt nützlich bei dem ganzen Bewuchs. Also wenn, dann müssen wir schon hier Stück für Stück alles zeigen, Anni.
Du, alles gut. Ich habe die bloß zum Schluss gemacht, weißt du? Aber guck dir mal auch die Türklinke an hier. Erinnert mich irgendwie an die Locations, ich glaube, am Anfang von der Tschechien-Tour. Ja, einfach nur so ein Stück Eisen, ne? Ja. Quasi. War halt früher so. Wundert mich, dass hier überhaupt ein Schloss dran ist. Und jetzt wollte ich immer noch kurz... Ah! Komplett Hasenstelle. Alles einzelne Boxen für Schlachthasen hier, Freunde. Ah, hier steht aber halt auch alles voll. Also ich schätze jetzt auch schon so, weil das alles in Müllbeuteln ist, dass derjenige, der hier gelebt hat, ein kleines Problem vielleicht mit der Ordnung hatte. Und hier hängt ein riesiger Kalender von 1993 an der Wand. Ah, die Hasenställe sind schon gruselig, ey. Ich kenne das selber aus meiner Kindheit. Meine Großeltern hatten auch Schlachthasen. Das ist halt wirklich einfach leider normal, dass sie in so kleinen Boxen gehalten werden. Und hier geht's ins nächste Zimmer. Aber ich glaube, wir kommen da am besten von der anderen Seite ran. Das sieht schon krass aus von hier so. Sieht schon richtig heftig aus. Leute, ich mache mal kurz meine Taschenlampe aus, weil allein... Ja, der Flair von dem Licht hier ist schon richtig krass. Guck mal, wie geil das aussieht. Diese alten, verwelkten Pflanzen, richtig cool. Das war mal so eine Art Wintergarten, würde ich fast sagen. Ja, da vielleicht gechillt, bisschen entspannt. Wintergarten/Flur. Ja. Fast so ein bisschen. Eingangsbereich irgendwie, ja. Auf jeden Fall, weil hier war ja eigentlich die Eingangstür. Ja. Die haben wir natürlich offiziell nicht genommen. Ja. Das ist ja nichts Neues. Ja. Hier, was ist denn das für eine kleine Tür? Hast du damals hier reingeguckt? Nee, da, die habe ich gar nicht gesehen. Ja. Warte mal. Hier ist mächtig Spinnweben davor. Ja, alles zugehört mit Spinnweben. Du Kacke. Gucken wir mal, was da drin ist. Lohnt's mal rein, siehst du irgendwas? Ja, absolute Rumpelkammer. Okay. Ist alles ja. Voll mit Rümpel. Ich meine, meine Hand ist voll mit Spinnweben. Ich schau mal, ob da vielleicht eine Werkstatt vielleicht war. Oh Gottes Willen, Leute. Alter! Da musste mal sein. Da musste mal sein. So, gleich am Anfang hier, der provisorische Spiegel. Bloody Mary. So, jetzt ist das alles ein bisschen aufgelockert. Aufgelockert ja. Oder angeheizt, kannst du dir raussuchen. Selbst wenn jetzt hier noch jemand drin ist, dann hat der jetzt Angst vor mir, auf jeden Fall. Das war irgendwie mal so ein bisschen modern, so ein bisschen dieser chinesische Look, oder? Viele hatten im Flur oder so, ich glaube bestimmt Anfang 2000 oder so, hatten die so chinesisches Zeug im Flur. Stimmt. Das hat er vielleicht auch gemocht, tatsächlich. Ja, sind noch mehr Anzeichen hier drin? Ja, so ein paar Kleinigkeiten oben. Okay. Hier ist erstmal das Badezimmer. Was ich so ein bisschen skurril finde, dass hier so ein richtiger Wohnzimmerschrank im Badezimmer steht. Boah, hier sind überall Spinnweben. Ich hatte gerade Spinnweben an meinen Wimpern. Hier oben liegen noch ein paar Sonnenbrillen drin. Arnika-Tinktur. Das habe ich schon mal irgendwo gefunden und jemand hatte kommentiert, dass es irgendwie so ein richtiges DDR-Medikament ist. Ja, Rasierer, ja, so ein bisschen normale Pflegeprodukte halt. Hier hängt sogar noch der Bademantel. Aber guck mal genau rein in den Schrank nochmal. Hä? Was sind das für Haare? Mhm. Das ist komisch. Mhm. Warum hat er Haare aufgesammelt? Oder Haare aufgehoben? Das sieht sehr, sehr seltsam aus. Das dachte ich mir nämlich auch. Also hier hat auf jeden Fall ein Mann gewohnt. Ja, also ich kenne ja dein Video von der Location, weiß aber wirklich nicht mehr, was hier so richtig war. Das Ding wurde noch mit einem Ofen beheizt hier. Das Badewasser. Hier hinten der Bademantel ist ein bisschen vergammelt. Und... Leute, was sehr, sehr komisch ist, hier hinter dem Schrank steht einfach mal ein Grill, Küchengrill und so eine Kochplatte hier. Ja, sehr, sehr seltsam, dass die Sachen hier hinten stehen. Ey, hier hängt erstmal noch ein Hemd und ein Anzug an der Tür.
Nee, nicht ein ganzer Anzug, aber ein Hemd, eine Jacke und eine Hose. Die Ausgehklamotten wahrscheinlich. Ja, die Küche, heftig geil. Cool. Alles in so einem alten, rustikalen Look hier. Richtig gut. Sämtliche okay. Bilder. Das hier ist das Foto, was ich damals hier gefunden habe, wo ich so angespannt war. Und dann komme ich hier in die Küche und sehe dieses Foto. Kannst du dir vorstellen, dass ich da noch mehr angespannt war, ne? Ja, sieht komisch aus. Der sieht so aggressiv aus und... Ja, sieht aus wie so ein richtiger 90er-Jahres-Skin, Leute. Ja. Bierdose in der Hand. Ja, ja. Also meine Vermutung war ja auch, dass er vielleicht auch getrunken hat viel. Ja, lässt jetzt bis jetzt nichts darauf vermuten, auf jeden. Aber ja, hier liegen noch jede Menge Bilder. Ja, hier ist eine Frau drauf. So ein bisschen Architektur. Also, Bilder von Feiern. Hier noch eine Frau. Hier ist noch mehr der Mann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das derselbe Mann ist. Komisch, ey. Die Bilder sind echt ein bisschen komisch. Sind überall Leute drauf, aber in ganz, ganz unterschiedlichen Szenarien. Boah, ich hatte irgendein Vieh jetzt am Ohr, ey. Also ich vermeide es ja immer, irgendwelche Sachen hier anzugreifen in einem Lost Place. Aber ich hätte eigentlich schon die Handschuhe anziehen müssen, als ich die Bilder angefasst habe, weil die sind halt auch ziemlich, ziemlich dreckig. Also diesmal, Leute, habt ihr keinen Grund zu meckern. Ich habe Handschuhe an. Ich habe gesehen, dass oben in dem Raum, wo die ganzen Sachen sind, Decke runterkam. Auch hier im Flur ist Decke abgegangen. Ich gucke einfach durch. Rein für die Gefahr jetzt auch. Ja, ja. Das sieht ganz schön krass aus da oben. Ja, ich muss erstmal hier ein bisschen ankommen. Leute, wir haben uns direkt die Bilder angeguckt, aber noch gar nicht so wirklich die Küche. Es ist wirklich so alles so in so einem alt, in so einem altmodernen Stil, würde ich jetzt mal fast sagen. Also ich denke wirklich, dass sowas hier bestimmt wieder in Mode kommt. Hier ist halt noch das sämtliches Zeug aus einer normalen Küche drin. Außer halt wirklich dieses, ja, durch die Bilder, dieses trotzdem irgendwie sehr, sehr alt wirkende hier drin. Stehen hier. Frauenkirche Dresden 2008, Adventskonzert. Okay. Na, da war derjenige wahrscheinlich ja, zu irgendeinem Event in Dresden gewesen, in der Frauenkirche. Ach du Kacke. Hier hängt erstmal ein Kalender von 2023. Also das ist ein bisschen komisch. 2023? Hat er da noch hier drin gelebt? Komische Vorstellung. Oder es hat jemand wirklich irgendwie sich einen Spaß draus gemacht und den Kalender hier reingehangen. Guck mal, hier ist noch so ein, ja, ich würde schon fast sagen, Abstellraum. Und ihr seht auch wieder, hier hinten ist ein Loch im Boden. Das ist wieder alles komplett Holzboden. Also das komplette Haus ist hier komplett aus Holz. Und draußen hat es gerade geraschelt. War das jetzt Anni oder kommt hier irgendjemand? Wir gehen einfach mal weiter, Leute. Ja, ich guck mal hoch. Hast du damals hier den Kalender von 2023 gesehen? Das ist komisch. Ich habe zwar dein Video gesehen, aber ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Doch, doch. Ach du Kacke, bist du nicht. Nee, hier ist ein Stück von der Außenwand runtergekommen, Anni. Ja, aber guck mal geradezu in den Raum rein an der Decke. Das war bei mir noch nicht so. Ja, ja, stimmt. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass bei dir großartig auch so randaliert war oder so. Ja, ein bisschen ist hier was passiert, aber das scheint ja, denke ich doch mal, natürlicher Verfall zu sein. Dennoch. Aber hier hinten hast du gesehen, dass der Schrank umgeworfen wurde? Nee, bei mir war der noch nicht umgeworfen. Ich weiß nur, dass mir hier das Haus echt ein bisschen Schiss macht, du. Guck mal. Ah. Verpackung runtergeschmissen, das sieht doch fast aus
wie so eine alte Polizeimütze, aber ohne Abzeichen oder sowas. Ja, überall Bilder hier unten sind irgendwelche Stiefel. Und ich glaube, Stiefel waren hier drin auch ein bisschen ein besonderes Thema. Absolut, ja. Aber wir gucken mal weiter, Leute. Ich will wirklich nicht zu viel verraten. Hier steht halt alles voll mit Deko. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles zeigen kann, muss oder sollte. Das ist wieder mal viel zu viel hier drin. Und guckt euch mal den Raum hier an. Alles voll so mit, ja, mit schicker Kleidung. Irgendwelche Anzüge, Jackets. Hier liegt so ein, ich würde sagen, das dürfte von einem Jäger oder sowas sein. Und hier hinten wird es halt schon auch ein bisschen skurril. Weil derjenige hatte wirklich ein bisschen ein Faible für ausgefallene Mäntel. Guckt mal allein den Mantel hier an. Der ist so richtig aus Leder. Richtig, wer zieht sowas freiwillig an? Also klar, jeden das seine, aber das Material, das ist halt auch so ein bisschen starr. Das hier auch. Das sieht fast aus wie aus Plastik oder so. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich gehe auf Lost Place Tour mit der Jacke an und der Krawatte hier. Würde doch perfekt passen, oder? Ja, das war wahrscheinlich wirklich so ein Umkleideraum. Ein Haufen Mützen. Von Hüten bis hin zu solchen polizeimäßigen Mützen hier. Wie schon dort vorne im Vorsaal lag oder im Flur. Sehr, sehr skurril. Und wieder überall solche Stiefel hier. Ich sehe aber gerade, was ist denn das für ein krass geiler Stuhl hier unter den Klamotten. Leute, das habe ich jetzt nur an den Stuhlbeinen gesehen. Guck dir mal das Teil an. So richtig mit Samt überzogen. Also so fühlt sich das, oder so den Eindruck macht es zumindest. Und so richtig handgeschnitzt sieht er aus. Krass. Ein richtiges kleines Highlight. Hast du den Stuhl hier gesehen? Das ist geil. Das ist wirklich schön. Überall die Hüte. Haufen Hüte. Ja. Würde mich mal interessieren, wenn man das alles zusammenzählt, wie viel dieser einzelne Mensch Hüte hatte. Und Stiefel. Und Stiefel. Ja, liegen auch viele rum. Überall. Hier geht's direkt weiter mit den skurrilen Outfits. Hier. Irgendwelche, ich weiß nicht, ob das echt ist oder irgendwie ein Kostüm oder so, aber das sieht auch wieder irgendwie polizeimäßig aus. Hier so richtig wie so ein Detektiv oder so. Wir gehen den Geistern auf die Spur. Ja, Detektiv Dave. Hier hinten noch mehr solche Mäntel. Alles wieder voll mit Stiefel. Alles aus Lack oder Leder so. Ja, schon ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Also du kannst ja wirklich hier kein Bild aus dem Menschen machen, der hier mal gelebt hat. Also ich wüsste jetzt absolut nicht, wenn ich die Bilder nicht gesehen hätte, welcher Mensch hier drin gelebt hat. Ich kann mir kein Bild machen. Keine Ahnung. Boah, ich habe schon so ein gewisses Bild von ihm im Kopf. Also denkst du auf jeden Fall, der hat auch einen komischen Lack- und Lederfetisch gehabt, ja, oder ja, was? Ja, also ein Fetisch. Guck mal, hier liegt übrigens auch diese komische Latzhose. Ach, das ist eine Latzhose, das ist gar keine Jacke. Das ist eine Latzhose. Ja. Der hat ja mehrere, glaube ich, auch davon gehabt. Und der hat auf jeden Fall, also vermute ich, dass er einen Fetisch gehabt hat. Ich vermute aber auch dennoch, dass er vielleicht auch ein Alkoholproblem gehabt hat. Ich denke, der hat sich ganz verrückte Outfits angezogen und hat das Ganze dann hier mit den Kameras fotografiert. Also Leute, ich werde meine Prinzipien nicht brechen und nicht auf den Kameras jetzt nachgucken oder gucken, ob man die laden kann und da irgendwie schauen, ob da Bilder drauf sind oder so. Das gehört sich meiner Meinung nach nicht. Es ist was anderes, wenn die Bilder hier unten offen rumliegen, aber jetzt hier irgendwo dran gehen, das mache ich nicht. Aber es wäre mal interessant zu wissen, ob der das alles dokumentiert hat.
halt auch ein bisschen krass. In den ganzen alten Häusern ist meistens im Flur so ein bisschen eine Sitzecke aufgebaut. Hier steht noch so ein recht alter Schrank. Das war creepy. Und hier könnten wir eigentlich auch direkt mal reinschauen. Ja, hier ist halt auch noch alles drin. Ein paar Bücher und so. Ein Receiver liegt da auch noch mit drin. Und guck mal, was ich gerade gefunden habe. Oder was mir gerade erst auffällt. Hier sind so kleine Bilder aus Holz gefertigt. Wahrscheinlich so zurechtgeschnitzt. Und dann in diese kleinen Bilderrahmen sozusagen eingefügt. Das sieht schon richtig, richtig schick aus. Cool, ey. Das kenne ich, glaube ich, auch aus meiner Kindheit. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich sowas schon lange nicht mehr gesehen habe. Also hier ist, wie schon vorhin bemerkt, leider der Schrank umgekippt worden. Also ich denke mal nicht, dass der von alleine umgefallen ist. Hier hängt jede Menge Gestrüpp drin. Ganz komisch. Hier stehen auch ein paar Pflanzen. Aber ansonsten ist leider nichts mehr zu erkennen von dem Zimmer hier durch diesen riesigen Kleiderschrank. Hier hängt so eine Wanduhr noch da, bei der dieses Pendel sogar noch da ist. Vielen lieben Dank an alle Leute, die mich da korrigiert haben. Ja, natürlich ist das hier unten das Pendel. Hier sind noch weitere Klamotten. Hängt ja wieder so ein Mantel. Hängen noch zwei Mäntel dran. Guck mal. Wieder so. Der ist aus Stoff und der ist wieder aus Leder. Also derjenige hat ja wirklich ein bisschen ein Faible für so Lack- und Lederklamotten gehabt. Geht's in den nächsten Raum. Und hier wieder Mäntel. Und entweder der steht auf die Farbe dunkelgrün, wie ich, oder der hatte vielleicht auch irgendwas mit der Jagd zu tun gehabt. Weil der ganze Schrank hier sieht zumindest von außen erstmal so aus. Ja, hier hängen jede Menge solche Jägermäntel drin. Da liegt noch eine Zeitung, die ist aber vom Mittwoch, den 20. Dezember 1989. Hat 60 Pfennig gekostet. Und hier war wahrscheinlich ja, das Schlafzimmer von dem Bewohner. Und daneben gleich so eine Handelbank. Krass, was liegt denn hier? Lieber Werner, dass gleich ein Brief hinterher folgt, hat den Grund, dass ich wieder Dinge vergessen habe. Weißt du, ich möchte gerne noch einen Küchenputzschwamm, wie du schon öfters einige mitgebracht hattest. Leute, die Schrift lässt sich wirklich ganz schlecht lesen, also entschuldigt bitte meine Aussprache jetzt oder meine Lesekünste. Damit bekomme ich den Grill ganz wunderbar sauber. Ja. Hey, das war so brieffreundmäßig. Von Dienstag, den 3.7.79. Und hier drunter noch ein Brief von 28.06.79. Heftig. Extrem alt. Oh. Fotografie und Revolution München 1918 und 1919. Also ich hoffe ja mal, dass die Bücher jetzt nicht in eine ganz andere komische Richtung gehen hier. Ach die Scheiße. Ja, das werde ich euch wahrscheinlich alles ein bisschen verpixeln müssen, Leute. Und hier das Zimmer ist komplett zugestellt. Und was darf natürlich in keinem Zimmer fehlen? Wieder mal so ein Mantel hier hinten. Da hängt noch eine Lederjacke. Nee, das ist auch wieder ein Mantel. Perfekt. Ich will dir da noch mal was zeigen. Hä, hier war ich da noch gar nicht drin, oder? Nee, wir sind direkt in die Küche gegangen. Hier steht alles voll mit Konserven. Kommen wir jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Ekelscheiß. Nein, guck mal, aber das ist doch hier... Ja, okay, aber ist jetzt...
Ja, okay. Da oben alles voller Korn. Guck mal, die ganzen Bierdeckel hier. Also hier steht alles voll mit Bierdosen, ja. Hier unten alles voll mit Weinflaschen und hier oben leere Kornflaschen. Mhm. Gut, er hat ja eh gesammelt, ja, meine Frage. Ja, auch überall die Zeitung und so. Ja. Wobei ich sagen muss, dass es wirklich früher bei manchen Leuten gang und gäbe war, ja, zu sammeln wie verrückt. Es ist ganz, ganz komisch. Also ich kann mir absolut kein Bild machen, wer hier gewohnt hat, wer hier gelebt hat, ob das wirklich der Mann war, der hier gelebt hat, ob der hier alleine gelebt hat. Was ich mal vermute, weil du hast ja weder Spuren oder Anzeichen davon, dass hier eine Frau gewohnt hat, noch irgendwie von Kindern oder so. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Guckt auf jeden Fall bei Anni vorbei, die das Ganze hier entdeckt hat, weil das war ein Zufallsfund. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao. Macht's gut.